Eins vorweg, unverhältnismäßige Polizeigewalt ist nicht okay und gehört bestraft. Klimawahn, Corona-Wahn und jetzt Rassismus-Wahn. Deutschland in ständiger Aufregung. Sehen wir die Welt noch klar? Was passiert überhaupt um uns herum und entgleitet uns nicht vieles in der Wahrnehmung? Was ist passiert? Ein Amerikaner wurde durch unverhältnismäßige Polizeigewalt zum Tode gebracht. Jetzt ist es nur so, dass auch dieser Amerikaner, der Herr Floyd, ein Gewalttäter war und zum Teil des Todes auch unter Drogen stand. Es hat nichts damit zu tun, dass der Polizist alles richtig gemacht hat. Aber der Polizist hat zum eigenen Schutz erstmal für sich reagiert und es kam zu diesem Todesfall. Und jetzt erregen wir die Gemüter auf allen Kontinenten, in vielen Städten und schreien Schluss mit Rassismus. Und eins aus meiner Sicht vorweg, Rassismus darf und ist niemals Einbahnstraße. Rassismus erleben wir überall auf der Welt. Es ist mehr als nur der Kampf Schwarz gegen Weiß. Es ist eben auch der Kampf Weiß gegen Schwarz oder Rot gegen Gelb und was alles dazugehört. Was wir bei dem alles entdecken ist, dass den Menschen einfach nur eins fehlt und das ist Respekt. Respekt voreinander. Und da ist der Weiße dem Schwarzen gegenüber nicht besser oder schlechter wie der Schwarze dem Weißen gegenüber. Wir sollten aufhören, immer alles in Lagern zu teilen, sondern hier geht es darum, dass Menschen den Respekt voreinander verloren haben. Und das hat mit der Hautfarbe nichts zu tun. Also über welchen Rassismus reden wir? Über einen Rassismus, der gerade politisch gewollt gespielt wird. Damit die Menschen sich wieder in Bewegung beginnen, um gegen vieles zu kämpfen. Gegen Populisten, gegen Rechte. Und hier sehen wir, dass es ein politischer Kampf ist gegen Trump in Amerika. Und da scheint es den amerikanischen Demokraten so ziemlich jedes Mittel recht zu sein, was hier gespielt wird. Dass allerdings die Menschen, die Bürger sich jedes Mal instrumentalisieren lassen, das ist schon sehr merkwürdig. Fehlt uns der wahre Blick auf das Geschehen? Und wo knien BVB-Spieler nieder, wenn in Deutschland Kinder getötet werden, Frauen getötet werden, ganz normale deutsche Bundesbürger getötet werden? Wo ich auch sagen könnte, auch das ist ein Ausdruck von Rassismus gewesen. Rassismus dem Deutschen gegenüber. Wo ist da der Ausschrei? Fehlanzeige. Für das eigene schreien wir ja schon lange nicht mehr. Wir kämpfen ja auch nicht für das eigene. Wir kämpfen immer für Klimafantasien und vor allen Dingen für andere Menschen. Weil wir müssen doch immer die Guten sein. Und wer immer der Gute sein will, wird feststellen, dass er sich irgendwann selber so vergisst, dass er irgendwann nicht mehr da ist. Und wir stehen für Respekt. Ich stehe für Respekt. Und mir ist die Hautfarbe und die geschlechtliche Ausrichtung jedes Menschen wirklich egal. Weil ich auf Augenhöhe auf die Menschen zugehe, weil ich Christ bin, und für mich die Liebe zum Nächsten zählt. Aber das heißt nicht, dass ich mich selber aufgebe. Denn auch ich liebe mich, so wie es Jesus Christus wollte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das möchte ich in diese Richtung einmal rufen. Lieben Sie sich wieder. Lassen wir uns Deutschland wieder lieben. Und das mit Respekt allen anderen Menschen gegenüber. Dankeschön.